Seit Ende März sind in ganz Deutschland die Kinos geschlossen. Doch schon sehr bald dürfen sie wieder öffnen. Es wird sich aber einiges ändern, denn es gibt klare Corona-Regeln. Zum Beispiel tritt natürlich die Abstandsregel von 1,5 Metern zu anderen Personen in Kraft. Diese gilt nicht bei Familienmitgliedern und Mitbewohnern. In Bezug auf die Sitzplätze soll jede Person mindestens 5 Quadratmeter Platz haben. Zwischen fremden Besuchern müssen also jeweils 2 Sitzplätze frei bleiben. Zusätzliche Ordner und Online-Ticketverkäufe sollen gegen lange Warteschlangen eingerichtet werden. Zudem müssen Gäste ihren Namen, Anschrift und sogar ihre Telefonnummer hinterlassen, damit bei einer Infektion Kontaktpersonen nachverfolgt werden können. Eine Mundschutzpflicht ist noch nicht vorgesehen. Das könnte allerdings noch folgen. Die meisten Bundesländer haben sich noch nicht auf ein genaues Datum der Wiedereröffnung festgelegt. Andere Länder wie Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Sachsen und Schleswig-Holstein geben bereits taggenaue Daten an. Und das schon im Mai. Ob die Bevölkerung das Freizeitangebot wieder gut annehmen wird, kann man dann erst im Verlauf der nächsten Wochen beantworten.